Als der Daniel Zeleny für uns, Jedermann Ensemble die Pforten geöffnet hat, war das wirklich wie ein Eintauchen in eine Welt und in eine Biografie von einem Menschen. Weil das Haus ist er. Das hat ganz viel mit seinem Seelenleben zu tun. Das ist seine barocke Sozialisierung. Er ist ja in Fünfhaus, also in Rudolfsheim, aufgewachsen, in der nächsten Nähe von Schloss Schönbrunn. Und der ist, glaube ich, wirklich, der Max Reinhardt ist wahrscheinlich der letzte Barocker. Der letzte barock geprägte Mensch gewesen.